Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kochen oder besser gesagt heute Grillen in Scum. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid und ja, wir müssen erst eine Zutat herstellen, die finde ich nirgendwo und kann mir die nicht spawnen und das ist das gute alte Brot. Ich habe mir jetzt hier eigentlich alles hergezaubert, was ich brauche für das Brot und dazu müssen wir das Kuchenrezeptbuch haben und da haben wir das gute Brot schon und kriegt jetzt erstmal seine Zutaten. Ich hoffe, ich habe alle zusammen, dann läuft das Ganze ganz gut. Wasser haben wir auch noch da, Natron habe ich gerade eingesammelt, zack, drinne ist sie, die Hefe. Ein bisschen Salz, Fett und Zucker. Komm, gibt es noch ein bisschen Zucker? Nö, ne? Haben wir keinen dabei. Es ist ready. Ich mache das mal ganz schnell fertig. Das Brot, alter Schwede. Alter Schwede. Okay, Brot dauert. Und das kann ich nicht spawnen. Ich kann das einfach nicht finden. Nicht beim Admin-Helper und auch nicht hier im Kommando. Das heißt, ich muss ein bisschen warten. Wir sehen uns, wenn das Brot fertig ist. Oh, kleiner Zwischenstand. Es dauert ewig. Man sieht aber ein Brot, was immer brotiger wird. So, nur mal ein kleiner Zwischenstand. Das dauert und dauert. Macht aber nichts. Ich kriege auch so ganz langsam Skillpunkte dafür. Aber ich muss die Entwickler loben. Die Liebe zum Detail. Schaut euch mal an, wie das Brot jetzt aussieht. Es wird immer dunkler und brauner. Es wird immer brotiger. Aber ich muss halt noch eine Ewigkeit warten. Oh. 140 Ingame-Minuten auf dem Singleplayer sind lang. Auf jeden Fall ist das Brot gleich fertig. Ich kann es dann endlich entnehmen. Es sieht fein köstlich aus und ist eine Zutat, die ich jetzt einfach zu meinem Grillen haben wollte. Denn es ging ja gar nicht ums Backen heute, es geht ja um Grillen und ja, das ist das Ziel. Ich habe schon vergessen, was wir machen wollten, weil das so lange dauert. Zack, grab. Und jetzt habe ich ein Brot in der Hand. Ich habe mein Brot. Es ist tatsächlich ein Brot. Zeig mal, wie sieht das aus. Da, Breed. Und das kannst du nicht spawnen. Du kannst es nicht spawnen. Du findest das überall in der Welt, aber du kannst es nicht spawnen. Vielen Dank, lieber Herd. Vielen Dank, ich verneige mich vor dir, dass du mir viel Zeit geraubt hast. So, gut. Mein Feuer ist sogar schon wieder aus. Ach du Scheiße. Voll mit der Kohle. Mehr. Feuer anzünden. So. So, das ist das, was wir heute machen wollten. Grillen. Grillen ist natürlich was ganz anderes als in den Pfannen etc. Grillen ist cool. Denn das Barbecue-Buch haben wir bei uns in der Tasche. Wir haben die Möglichkeit jetzt hier zum Beispiel Geflügel oder zum Beispiel einen Burger machen. Ein Burger braucht jetzt Fleisch, Brot und verschiedene Soßen. Ne? Also das will ich jetzt aber nicht. Wir wollten ja eigentlich nur ein langweiliges Würstchen haben. Und dafür habe ich das Brot gebacken. Ne? Also, es kommt rein Fleisch. Ich brauche erstmal Fleisch aus dem Kühlschrank, der die ganze Zeit an ist. So, den habe ich einfach mal lecker genannt. So, Fleisch. Und dann wollen wir mal schauen. Und, ich bin ein bisschen durcheinander. Das war jetzt so viel Zeitaufwand. Was wir das grillen können, ist echt geil, ne? Das ist echt viel. Gelernt habe ich aber dann dieses hier. Das will ich unbedingt machen. Es gibt Fleisch. Es gibt diese komischen Gedärme. Das ist wahrscheinlich die Pelle, denke ich einfach mal. Das Brot, was einfach mal verdammt lange gedauert hat. Als besonderen Zusatz Salz. Dann haben wir noch Mustard. Das ist, glaube ich, Senf. Gibt es auch noch oben drauf und noch eine Prise Pfeffer. Das wäre das. Lassen wir das einfach mal kochen. Was könnten wir denn noch Schönes machen? Einfach mal geschaut. So ein Cheeseburger werde ich jetzt nicht hinbekommen, weil mir natürlich die Zutaten dazu fehlen. Fleisch ist weg, das ist ja gerade am Brutzeln und das geht ja relativ schnell, wie ihr seht. Man könnte natürlich auch, man muss ja nicht am Ofen bleiben, man kann ja auch Fleisch wieder rausholen. Und hier ist so heiß, also diese Kochstelle ist einfach die pure Hitze. So, Grill, Grill, Grill. Ein fucking Burger kostet
Mein Brot hat noch Einheiten, Gott sei Dank. Wie, der Rest ist Zusatz, das ist so lustig. Salz, Pfeffer. Das ist der Burger, bin ich da richtig? Und irgendwo war Mustard. Das habe ich nicht, Ketchup. Kochen. So, dann gibt's auch noch einen Burger oben drauf. Aber das ist gleich fertig. Eine Wurst. Eine gegrillte Wurst. Die liegt sogar auf dem Grillgitter. Ey, ich bin fertig. Grab. Vorsichtig. Und auch der Burger. Eigentlich nur das Patty. Oh, guck mal, was er in der Hand hat. Eine gegrillte Wurst. Das ist geil. Rein in den Typen, der leidet hier tausend Tode. Das ist überall heiß. Nur am Kochen, der arme Kerl. Boah, isst er die langsam? Irgendwie schnibbelt er nur ran rum. Aber ist ja egal. Wenn ich nicht auf den Grill komme, weiß ich nicht, was mein Burger macht. Das ist das Blöde, ne? Was hat denn mein Stoffwechsel? Wir haben immer eigentlich mehr Durst als Hunger. Aber so eine gegrillte Wurst scheint sehr sättigend zu sein. Also die Kohle braucht man eigentlich nur, um das Campfire unter dem Grill ja, zu nutzen. Sonst ist das eigentlich nichts zu gebrauchen. So. Der braucht noch ein paar Sekunden. Und dann haben wir einen richtigen Burger gemacht. 200 Grad. Grillen ist sehr heiß. Man sieht's, ne? Wenn ich das in eine Pfanne nehme, die kann man sogar da drauflegen, seht ihr? Oder einen Topf. Lässt sich auch draufstellen. Lässt sich auch mit kochen. Auch gar kein Problem. Da kann man wahrscheinlich sogar andere Sachen machen, die ich nicht kenne. Ich wüsste nicht was, aber man kann da auch einen Topf draufstellen. Also es ist schon sehr komplex, dieses Kochsystem. Die Sachen, die wir jetzt gekocht haben, haben wir für immer in unser Gedächtnis gespeichert und bleiben dann da auch. Das heißt, wir haben wirklich gelernt. Ich habe in der Zeit, wo das Brot gebacken hat, was echt lange, lange gedauert hat, boah, habe ich schon drei Videos hochgeladen, Kochvideos. Also unglaublich. Ist aber auch geil gemacht, muss ich sagen. Wenn es jetzt blub, fertig wäre, wäre es auch furchtbar langweilig, oder? Jetzt habe ich ihn gerade gekocht. Die Wurst, die haben wir schon gegessen. Jetzt ist der Burger gleich fertig. Dann haben wir einen richtigen Hamburger gemacht. Mit ja, eine Soße weniger. Die hatte ich halt nicht da jetzt. Wollen wir ja jetzt auch nicht übertreiben. Also, wir haben alles gemacht. Wir haben alle Grillformen, alle Kochformen, Gas, Ofen. Alles, was es gibt, haben wir ausprobiert. Wenn ich irgendwas vergessen habe, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Und ich habe den Burger in der Hand. Der Burger, wie sieht er denn aus? Zeig ich mal. Inventar. Der ist sogar in so eine Tüte eingepackt. Mir egal, den esse ich. Wo ist er hin? Den haben wir gemacht, den will ich essen. Yam, 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 yam. Wo ist er? Okay, wir werden gleich kotzen. Wenn ich den aufgegessen hätte, würde ich kotzen. Aber die haben auch einige Einheiten, die Sachen. Muss man sagen, dass sich das lohnt, das Kochen. Und man wird dadurch auch stärker oder ja, auch dicker. Und wenn man mehr Zutaten reinmacht, sind die Sachen auch besser. Keine Frage. Komm, den schaffst du. Chaka, komm. Chaka, du schaffst den Burger. Du schaffst ihn. Du schaffst es, ohne zu kotzen. I should rest. Mein Magen ist voll, ich sollte aufhören. Er hat's geschafft. So. Unsere Grillstätte, Kochstätte. Also, wie gesagt, Grillen, elektrisches Kochen, Gaskochen. Und hier drinnen, es spawnt immer wieder ein neuer Zombie. Also, das gibt's nicht. Er hört mir dann auch gar nicht zu. Der lässt sich auch nicht verhauen. So. Mein Gott. Den braucht doch gar nicht looten. Mach doch gar kein Loot-Video. Los. Er hat ein Feuerzeug verloren. Das wäre gut gewesen. Gut. Wir haben gelernt, mit den ganzen Kochern umzugehen. Kühlschrank und Gas und vor allen Dingen der Ofen, der etwas komplizierter ist, weil er Gas und Strom nutzt. Gut, dann sage ich an der Stelle Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Scum in meinen Livestreams etc. Sucht euch was aus. Bis dann.